Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Dies ist Teil 2 meiner kleinen Videoserie über die Vorwärts- und Rückwärtsterminierung. Im ersten Video haben wir die Vorwärtsterminierung gemacht. Hier geht es um die Rückwärtsterminierung. Und im Gegensatz zur Vorwärtsterminierung stehen wir bei der Rückwärtsterminierung hier und schauen in diese Richtung. Vorwärtsterminierung ist genau umgekehrt. Schauen Sie das andere Video. Wir fangen beim letzten Knoten an und skizzieren hier unten, hier oben haben wir FATS und FETS, früheste Anfangszeit, früheste Endzeit, hier haben wir späteste Anfangszeit, Satz und späteste Endzeit, Satz und Setz. Und beim letzten Knoten sind diese beiden Zahlen immer gleich, denn der nächste, letzte Knoten ist, wie wir gleich noch sehen werden, auf jeden Fall immer kritisch. Früheste und späteste Anfangszeit sind gleich, also keine Pufferzeit. Dann übertragen wir diese Zahl hier, hierhin und hierhin, ziehen die Dauer des Vorgangs ab, kommen von 9 minus 5 auf 4 und hier von 9 minus 3 auf 6. Das ist sehr interessant. Hier sind die beiden Zahlen gleich, hier sind die beiden Zahlen nicht gleich. Wenn diese beiden Zahlen, die obere und die untere, gleich sind, hat der Vorgang keine Pufferzeit. Hier hat der Vorgang eine Pufferzeit. Wir übertragen die Zahl wieder. Hier haben wir wieder den interessanten Fall. Zwei Zahlen, nämlich 6 und 4, konkurrieren um ein Kästchen. Und bei der Rückwärtsterminierung ist es die kleinere Zahl. Bei der Vorwärtsterminierung die größere, bei der Rückwärtsterminierung die kleinere Zahl. Das heißt, auch hier haben wir einen kritischen Vorgang. Das heißt, dieser Vorgang ist kritisch, dieser Vorgang ist kritisch und dieser Vorgang ist kritisch. Woran erkennen wir das? Früheste und späteste Anfangszeit sind gleich, kein Spielraum hier, keine Pufferzeit. Pufferzeit ist also 0. Ja, das war die Rückwärtsterminierung. Im nächsten Video werden wir dann noch für diesen kleinen Netzplan hier die freie und die gesamte Pufferzeit berechnen. Wobei das für A, B und D sehr einfach ist. Die ist nämlich 0, nur der Vorgang C ist interessant. Der hat da entsprechende Pufferzeiten. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.